So denn, hier kommt ein Action Haul. Ja, ich war ja auf Shoppingtour und habe gerade den Haul von Kick abgedreht. Und jetzt zeige ich euch, was ich mir bei Action gekauft habe. Ich wollte eigentlich ein Face-Video machen, aber ich habe vorhin mein Kind getroffen unterwegs und mein Kind hat gesagt, boah, siehst du fertig aus. Ja, und da habe ich dann gedacht, nee, komm, dann lasse ich das mal mit dem Face. Ne? Aber ich kann gerne nur so oder einen Vlog oder sonst irgendwie machen, wenn ihr wissen wollt, wie gerade hier der Stand der Dinge ist. Wenn nicht, dann nicht. So, ich habe gekauft neue Kaffeebecher. War ja nicht, war gar nicht geplant, aber ach, jetzt habe ich zweimal den Vogel. Ja, jetzt habe ich zweimal Vogel, aber ist egal. Ach, was war denn das andere Motiv? Ein Igel? Oder, ja, ein Igel, glaube ich. Na, ist auch egal. Na, auf jeden Fall hier dieses niedliche Reh. Also ist ja ein Kitz, ne? Und ja, dann hier zweimal den Vogel, ne? Aber ich finde die richtig schön und ja, die haben auch eine schöne Größe. Und die Form haben sie so wie meine beste Mama oder beste Oma Tassen, ne? Ja. Deswegen mussten die mit. Dann habe ich mir eine neue Pfanne gekauft. Und ja, das sind die dünnen. Aber ich hatte genauso eine Pfanne mal von Rebecca bekommen. Und ich war super zufrieden mit dieser Pfanne. Nur jetzt nach 3-4 Jahren hat sie dann mal, ja, nicht den Geist aufgegeben, aber jetzt hat sich dann doch mal die Beschichtung abgelöst und Leute, ich hätte keine 6 Euro gekostet. Also, Mann, Mann, Mann. Und die ist super, ne? Also diese Pfannen sind echt klasse. Und deswegen habe ich mir einfach mal eine neue mitgenommen. Und ich wusste ja, dass die damals von Action war. Deswegen habe ich mir jetzt die wieder bei Action gekauft. Ich war natürlich in der Bassabteilung. Ich habe es halt mitgenommen. Ja. Aber ich habe das nur mitgenommen, weil das Einzige war, was noch da war. Im Übrigen war ich in der Innenstadt in dem Action. Ich bin extra ganz früh los. Weil, ja, zur Schulzeit kann man da vormittags gut reingehen. Also gar nicht überlaufen, so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja ein Krampf, ne? Aber jetzt konnte ich in Ruhe stöbern und gucken. So, hinterher fing es an, sich zu füllen. Und ja, das war aber als Einziges nur noch da. Und da habe ich gedacht, komm, kannst du nicht alleine hier lassen, dann ist es traurig, ne? Ja, und ich bin ehrlich, hätten sie die Stempelhilfe noch gehabt, hätte ich auch die Stempelhilfe mitgenommen. Aber ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Die ist definitiv nicht mehr zu kriegen. In diesem Actionmarkt sind auch keine Stanzmaschinen mehr gewesen. Ne? Also die waren definitiv nicht mehr da. So. Dann habe ich mal sowas hier mitgenommen. Und ich fand es einfach sehr, sehr süß. Also mit Spiegel, so ein kleines Kästchen, habe ich aber nicht für mich. Das wollte ich, fertig machen und dann wollte ich das verschenken, eventuell. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das also hinkriege, weil das muss ja dann aufgehübscht werden und ja, keine Ahnung. Aus der Bassabteilung habe ich noch mal Stanzen mitgenommen. Die hier, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die schon habe. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob ich die schon habe oder ob das andere waren. Ich muss mal gucken. Ja, wenn ich die schon habe, dann, so. Dann gehen die
in ein Päckchen. So, dann habe ich einmal die hier geholt, nichts Spektakuläres, ne? Dann habe ich mir die hier geholt. Ja, wegen den Wölkchen, wegen den Randstanzen eher weniger, aber diese hier, die interessieren mich natürlich. Wenn mir nicht täuscht, ist das doch die richtige Größe für so einen Kartenaufleger. Ne? Eine davon wird dir sicherlich passen. Dann habe ich hier diese, die nennen die ja Gemstones. Und ich habe mir die dann genau angeguckt und habe gesehen, ja, die sind ja diese Herzchen hier und auch die Blümchen. Die sind ja nicht so wie die damals, die sind ja doch ganz schön anders. Und deswegen habe ich die einmal in Rot, einmal in Rosa, einmal in Lila und einmal in Silber mitgenommen. So, dann in der Schreibwarenabteilung habe ich einmal diese Label-Sticker mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. Ja, keine Ahnung. Also diese Label-Sticker. Dann, mein Gott, was ist denn hier los? Habe ich mir diese kleinen Notizbücher mitgenommen. Ich lege die auch erstmal weg, ne? Die fressen ja kein Brot. Was habe ich denn noch? Ach so, hier. Habe ich in einem Video von erzählt, ne? Mein geliebtes Bastelband. Dass ich das bei Teddy vergessen hatte. Habe aber inzwischen doch eins bekommen. Aber nur ein so ein Ding. Für das gleiche Geld oder sogar etwas teurer als bei Action. Den Spender plus eine weitere Rolle. Und ja, ich schwör's, das ist super. Ich benutze das für alles Mögliche, nicht? Und das ist genauso wie das Scotch Tape. Genauso gut. Ich habe mir Socken mitgenommen. Weil Klamotten, habe ich euch ja gesagt, ne, brauche ich ständig. Und hier haben wir 5 Paar. Ja, das hier sind so die üblichen Farben. Und ja, aber ja, nicht so üblichen. Also ich finde das hier schön mit dem Cremefarben. Ne? Und dann grau, rosa, ja. Dann diese, ja, doch mal anders als die, die ich sonst habe. Und vor allen Dingen die hier, die war richtig schön. Ne? Also mir gefällt das hier, das Weinrote gefällt mir richtig gut. Ich habe ein Shirt zum Beispiel im Weinrot, da wird das exakt zu passen. Ne? Würden die Socken passen. Aber ja, guckt sich ja kaum einer an. Ne? Und guck mal hier die. Ich würde jetzt sagen, Gado mit der Goldkante, ne? Ado mit der Goldkante, ne? So. Aber die sind Socken. Aber cool. Schön. Das ist das erste Mal, dass ich bei Action Socken mitgenommen habe. Ich bin mal gespannt, wie die so sind. Und dann habe ich hier aus der Technikabteilung, da hängt dieses Ding hier. Die ist zum Reinigen für alles Mögliche. Wartet mal. Also. Für Kopfhörer, also ne? Und für die Buchsen, für welche Buchsen alles? Keine Ahnung. Ja, Multireinigungsbürste. Was immer das heißen mag, Multireinigungsbürste. Ich weiß auch nicht, wofür ist das hier alles? Hä, wofür ist denn das? Keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan, Leute. Aber ich sehe diese Teile hier auch ständig bei Temu, werden die mir angezeigt. Also, wie funktioniert denn das? Einfach nur nehmen und damit drin irgendwie rumbrockeln oder wie geht das? Ich weiß auch nicht, ob hier vielleicht eine Anleitung bei ist. Naja. Ich habe gedacht, ich hätte die wieder weggetan, aber habe ich doch mitgenommen. Hier. Ja, diese Stempel, ja. Ich habe gedacht, ich hätte die wieder weggetan, aber habe ich doch nicht weggetan. Seht ihr? Und ich habe die Blume und den Heißluftballon hier mitgenommen. Oh. Ja, mal gucken. Ne? So, dann habe ich hier so ein... Was ist das denn? Ach, ein Blatt von draußen. So ein Herdtaubel, ne? Mitgenommen. Obwohl...
Nee, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Der von den ich habe, der gefällt mir besser. Erstens, der ist weicher. Der fühlt sich besser an als der hier. Und der ist ein bisschen länger hier. Aber der ist auch okay. Ist okay, ist okay. Ne? Für das Geld kann man nicht meckern. Ist okay. Ich habe Brillen gekauft. Also nochmal eine Lesebrille. Mal die hier. Und dann habe ich hier eine mitgenommen. Ich habe geguckt. Schade, also brauchen. Ich bräuchte eigentlich 0,75. Aber die haben sie ja nicht. Und da habe ich jetzt mal die in 1 mitgenommen. Ich hatte die auch aufgesetzt. Die sind für so zum Gucken, ne? Wenn man was isst. Ich mache mal den ultimativen Test. Nee, die ist zu stark. Die ist zu stark. Ja, dann tue ich sie halt weg. Ist nicht die erste Brille, ne, die ich hier ausprobiere. Aber welche ganz sicher in Ordnung ist, ist die hier. Und die hat ja die gleiche Stärke wie die hier. Das sind jetzt 2,5, glaube ich. Ne? Muss ich die Tage halt mal. Ja, muss ich nochmal zur Stadt. Und zu brillen.de gehen. Passend zur Brillen. zu den Brillen. Hier noch ein Etui. Ja. Was ist das denn hier? So ein hässliches Gummi. So, schauen wir mal. Also ich habe mir jetzt so eins mitgenommen, weil ich muss morgen zum Coaching und ich möchte die Brille nicht so lose in meine Tasche packen. Aber beim Coaching muss ich auch lesen. Und jetzt kann ich die hier reintun, weil ich habe mir bei Temu auch ein Mäppchen bestellt. Eine oder zwei, weiß ich jetzt gar nicht. Also Brillen-Etuis. Da ich ja jetzt eine Lesebrille brauche, ne? So, ist egal. Ach so, dann habe ich mir ein Portemonnaie mitgenommen, weil ich in Zukunft auch wieder ein Portemonnaie mit mir rumschleppen werde, weil ich muss meine Brillen, meine Linsenpässe und so weiter, sollte ich am besten immer mit mir rumschleppen, hat man mir gesagt. Ja, habe ich gedacht, komm, ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, kann man mal machen, ne? Und selbst wenn es nur ein paar Monate hält, mein Gott, das hat 2 € noch was gekostet. Ich werde sehen. So, genauso verhält sich das hier mit den Gürteln. Ich habe mir also Gürtel mitgenommen. Ich habe noch nie Gürtel von Action mitgenommen. Jetzt habe ich mal die hier mitgenommen. Also den fand ich ziemlich schön. Auch wegen der Schnalle hier, ne? Schöner, oder? Ja. Und ich habe geguckt, der ist 95 cm. Der ist, ja, wenn ich den schließe, ist der schon knapp. Ich weiß nicht, ob ich den hier im ersten Loch trage. Oder ob ich den doch enger stellen kann. Auf jeden Fall ist der schön, oder? Ich finde den schön. Ja, wird auch nicht so halten für die Welt. Aber ein wenig wird schon halten. Ein paar Mal werde ich den bestimmt nutzen können. Genauso wie diesen hier. Mein Gott. So, ne? Auch der schön. Also ich muss ja mal sagen, also die Schnallen, die gefallen mir ja richtig gut. Aber das hier ist auch so einer. Den muss man dann hier so. Ob mir das so gut gefällt, weiß ich noch nicht. Aber wird sich zeigen, ne? Auch der ist 95. Ich habe den tatsächlich
und Teile hier geschwungen. So, und jetzt habe ich noch die letzten Teile. Das ist einmal, habe ich mir ein paar Ringe geholt. Ja, jeder, der auch mal nach Schmuck guckt bei Action, der weiß, dass es diese Ringe da gibt. Ja, dann gucken wir mal. Also, haben wir denn hier? Oh, schön, ne? Guck mal. Oh. Und ihr wisst ja, eigentlich bin ich ja überhaupt nicht der Ringtyp, ne? Ja. Aber durch die letzten Ringe von Teddy bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen. Voll cool. Oh ne, der ist aber hier noch. Hey. Der kann auf den kleinen, ne? Also ich glaube nicht, dass der ganz kleine, der war doch nirgendwo. Die kann ich ja Kleinchen geben. So, was haben wir hier für einen? Wo passt der? Oh, der passt hier. Was ist mit denen? Ja, der würde hier auch noch gehen. Aber ich glaube, den platziere ich lieber. Nö. Oder? Ja. Ich weiß nicht. Nein, dieser. Nee. Ich traue dem Brat nicht so ganz. Also, das ist in Ordnung. Der ist aber groß. Der könnte auch hier irgendwo hin. Ja, doch. So als Zweitring. Ja, doch. Das geht. So, dann. Er passt auf klein. Und nein. Also ich glaube, das sind eher Ringe für Kleinchen. Ich schmeiße mal hier rein. So. Schön. Schön, 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 schön. Ja. Toll. Ich bin begeistert, meine Lieben. So, ach so. Da haben wir jetzt hier noch Armbändchen. Wollte hier das Video schon zu Ende machen, aber ich habe noch Armbänder mitgenommen. Wenn ich schon mal dabei bin. Auch da bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Normalerweise habe ich ja immer mit Juckerei zu tun, aber so ab und zu vielleicht mal. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja. Und mal gucken, wann sie anlaufen. Da fühlt sich da. So. Ja, das ist jetzt, das ist sehr, sehr billig. Ey. Aber ja, gut, sieht schon schön aus, wenn man einmal anzieht. Ja. Ich glaube, das kannst du aber nicht so den ganzen Tag tragen. Das wird zwar hundrei ganz wittert schwarz sein. Ja, und dann das in dem Weißgold hier nochmal. Weil mein Ring, den ich von Teddy habe, der ist ja auch in dem Weißgold. Oh, ich mag dieses Zeug nicht anfassen, ne? Das ist so widerlich. Das ist schon ein bisschen schwerer. Oh Gott, ist das eklig. Allerdings, ja. Das ist zwar schwerer, aber wo geht's denn auf? Das muss ja irgendwo aufgehen. Bin ich doof oder was? Also hier, ne? Hier, da ist doch ein Verschluss, oder nicht?
Ah, sag ich doch. Sag ich doch. Ha? Oh. Ja, das geht. Guck mal, das geht. Oh, das war schön, ja. Das fühlt sich jetzt auch nicht ganz so Kaugummiautomatenmäßig an, so wie dieses hier, sondern das fühlt sich schon an wie, ja, wie Modeschmuck. So was kriegst du, glaube ich, auch bei Bierbeschild, ne? Und wie das funkelt, ach Gott, wie das alles funkelt. Schön. Gefällt mir alles ziemlich gut. Ja. So, damit sind wir am Ende angekommen. Ne? Ich hoffe, euch hat der Haul hier gut gefallen und ja, wir sehen uns dann wieder bei meinem nächsten, was immer ich auch mache. Vermutlich wird das wieder ein Haul sein. Ich weiß nur noch nicht von was als erstes. Also ich habe bestellt bei Shein, ich habe bestellt bei Temu und bei Shein ganz viel, bei Temu ein bisschen nur und ich warte auf Globaliland. Ich habe eine richtig große Bestellung bei Globaliland gemacht und ich warte auf neue Produkte für eine neue Kooperation von Globaliland. Ja. Mal gucken. Also, ne? Wir werden sehen. Also, meine Lieben, ja, nochmals, wenn ihr interessiert seid am aktuellen Stand der Dinge, dann erzähle ich euch gerne ein bisschen was. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann ist auch gut. Ich sage einfach mal, ciao mit Au.